Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiva und das ist Final Fantasy 8. In der letzten Folge... war Squall am Ende bei Rinoa und wollte ihr irgendwie helfen. Ich glaube, indem wir Elione finden. Ich überlege jetzt gerade, ich dachte, ich gehe noch mal kurz zurück zum Zimmer, denn ich bin ein bisschen am Überlegen, was unser nächster Schritt ist. Ich glaube, wir müssen Elione wirklich suchen. Schauen wir noch mal kurz rein. Okay, Rinoa wird es uns wahrscheinlich nicht sagen können. Aber vielleicht kommt da noch mal was. Nee. Der geht sogar gleich wieder. Moment. Ja gut, dann gehe ich wieder zurück zur Brücke. Dann war das jetzt ein bisschen sinnlos, hier rumzurennen erstmal. Okay. Als ich das gerade weggeklickt habe, stand da irgendwas von weißen Seeds. Ich glaube, wir müssen das Schiff wirklich suchen. Jetzt schauen wir gleich nochmal. Also, ich frage mal kurz sie hier. Wo das Schiff der weißen Seeds wohl ist? Haben wir das Schiff der weißen Seeds gefunden? Der spricht nicht. Okay. Legen wir ab? Genau. Verstanden. Ja, das ist okay. Das Einzige wäre eventuell... Das muss ich aber hier machen. Dass die vielleicht gar nicht gekoppelt sind, ne? Ah, doch. Er schon. Also er war wohl dabei. Aber sie auch. Ah, da habe ich ja per Zufall genau die zwei Richtigen genommen. Sehr gut. Okay. Ja, und woher sollen wir jetzt wissen, wo die weißen Seeds sind? Sollen wir mal kurz hier Mama fragen gehen? Ach komm. Das ist ja langsam nervig mit mir. Ich drücke immer die gleiche falsche Taste. So. Fragen wir sie mal kurz. Ich kann gar nicht rein. Doch. Doch, doch, doch. Ob sie das Haus wieder zusammenbauen wollen? Kann ich euch helfen? Elione soll auf dem Schiff der weißen Seed sein. Diese Kinder sind äußerst vorsichtig und bleiben nie lange an einem Ort. Ich verstehe. Ach ja, sie mochten die Landschaft auf dem Centra-Kontinent. Möglich, dass sie daher in der Bucht des Kontinents sind. Squall, nimm diesen Brief. Damit werden sie euch willkommen heißen. Also Bucht des Centra-Kontinents. Das Schiff der weißen Seeds haben wir gebaut, um Elione vor Esther zu beschützen. Zunächst war Idea der Kapitän. Später nahmen sie die Kinder auf, so dass es als Waisenhaus diente. Sie brachte den Kindern vieles bei und gab ihnen dann den Namen Seed. Oh. Nimm mal diese Kamera wechseln. Also, weiße Bucht. Oh, das hier sieht aus wie eine Bucht. Aber da ist kein Name. Bin Hill, Wüstengefängnis, Dilling City, Dollet, Shumi, Alam, Trabia. Ich glaube, ich muss hier hin. Das schaut sehr danach aus.
Versuchen wir es einfach mal. Was mache ich denn? Es ist aber auch nicht so einfach, ja? Okay, wo ist der Eingang? Hier. Oder? Nee. Da drüben. Da, da, da ist was. Haha. Schon gefunden. Und das mit meinem Orientierungssinn. Hoffentlich sind sie das auch. Wer seid ihr? Ich bin Squall von Balampgaben. Ich will mit eurem Anführer sprechen. Ich bin der Anführer. Ich höre. Je nach Anliegen werden wir euch bitten, das Schiff zu verlassen. Ich will Elione sehen. Wir sind keine Feinde. Idea hat uns über euch erzählt. Wieso Idea? Idea steht jetzt nicht mehr unter dem Einfluss der Hexe Artemisia. Sie gehört zu uns, daher braucht ihr Elione nicht mehr zu verstecken. Wir wollen Elione vor Artemisia schützen, deswegen sind wir hier. Ha. Ich kann euch nicht trauen. Verlasst bitte das Schiff. Warte, ich habe einen Brief. Warte, warte, ich habe einen... Wir trauen euch nicht. Habt ihr nicht gehört? Ey, lange nicht gesehen. Was ist denn? Ha, du bist das Squall. Hätte nicht gedacht, dass ich euch hier sehe. Geht's euch allen gut? Wir wurden von diesem Schiff gerettet, als wir von den Soldaten verfolgt wurden. Das war vielleicht ein Abenteuer. Thron wollte unbedingt, dass wir ins Meer springen. Hattest du einen besseren Vorschlag? Außerdem warst du der Erste, der reingesprungen ist. Die haben sich nicht verändert. Wo ist denn Rinoa? Wir haben gegen Idea gekämpft. Seitdem liegt sie im Koma. Sie ist jetzt noch im Garten. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich konnte sie, Rinoa, nicht beschützen. Es tut mir leid. Du Arsch! Was habe ich dir erzählt? Habe ich dir nicht gesagt, dass du auf Rinoa aufpassen sollst? Und du... Du! Atom, beruhige dich. Das hat bestimmt einen Grund. Squall hätte Rinoa niemals im Stich gelassen. Stimmt doch, oder Squall? Wir suchen Elione, um sie zu beschützen, aber wenn sie Rinoa sieht, kann sie ihr vielleicht helfen. Siehst du, Ton, alles wird gut. Rinoa meinte doch auch, dass sie zurückkommen würde. Dass wir zusammen Timber befreien. Okay, Squall, ich sag's dir nochmal. Wenn Rinoa nochmal irgendwas passiert, dann wirst du was erleben. Wenn ihr nochmal was passiert. Hab tierisch viele Infos. Über das Schiff. Seitdem mit ihr weg ist, befindet sich kein Erwachsener mehr hier. Das sind alle so alt wie ich, wenn nicht nochmal jünger. Über Elione. War Elione hier? Dieses hübsche Mädchen, oder? Sie wurde von jemandem abgeholt. Wohin ist sie gegangen? Das waren Soldaten. Die Uniform habe ich wiedererkannt. Das waren, glaube ich, Esther-Soldaten. Esther-Soldaten? Wurde sie entführt? Nein, sie sah irgendwie glücklich aus. Was soll das heißen? Ich verstehe das nicht. Der Anführer ist in der Kajüte. Okay. Hier. Das ist Mamas Handschrift. Sie hat also wirklich... Ihr nennt sie auch Mama? Sie hat uns großgezogen und ausgebildet. Uns ebenso, als wir klein waren. Wir mussten leider gegen sie kämpfen, aber jetzt ist sie wieder unsere Idea. Die furchtbare Hexe Idea wurde wieder zur barmherzigen Mama. Vielen Dank, Squall. Vielen Dank, Balampseeds. Ich danke euch allen. Ihr habt ihr denselben Gruß. Mama sagte, dass sie diesen Gruß kannte, ehe sie die Seed gründete. Halt, ich will da ziehen. Oh, holy. Holy shit.
Wie ich hier lese, sucht ihr Elione, richtig? Es tut uns leid. Sie ist nicht mehr hier. Wie ihr wisst, haben wir Elione in der Nähe von FH abgeholt. Danach sind wir nach Osten gefahren, um uns vor der Hexe zu entfernen. Kurze Zeit später begegneten wir der galbadianischen Marine. Da waren viele Schiffe, die scheinbar etwas gesucht hatten. Wir waren zu unvorsichtig, wir wurden entdeckt und verfolgt. Natürlich sind wir geflohen, aber das Schiff ging kaputt. Elione musste vor den Galbadianern beschützt werden. Daher bereiteten wir uns auf einen Kampf vor. Da kam ein Esterschiff. Ein Kampf zwischen Ester und Galbadia begann. Wir wurden darin verwickelt. Danach passierte etwas Eigenartiges. Ein Esterschiff kam hier an. Sie boten uns an, auf ihr Schiff zu kommen. Sie wollten uns evakuieren. Natürlich lehnten wir ab. Wie konnten wir ihnen vertrauen? Sie haben zwar versucht, uns zu überreden, aber die Kämpfe um uns wurden immer heftiger. Als sie gerade wegfahren wollten, sagte Elione irgendetwas und sprang auf deren Schiff rüber. Das war nicht ihre Art. Wir haben nichts verstanden und das erste Schiff war verschwunden. Und wir? Ach, nein, das ist nicht so wichtig. Das war's dann. Wir wollten nach Esther, sobald das Schiff repariert ist. Es tut mir leid, Squall. Wir konnten sie nicht beschützen. Elione befindet sich also in Esther. Ha. Wir nehmen es an. Und jetzt sind wir wieder auf unserem Schiff. Wohin gehen wir jetzt? Nach Esther. Boah! Esther, das Land des Schweigens. Das Land, das einst die ganze Welt in Schrecken versetzt hat. Zudem kommt der Garten auf einen solchen Untergrund wahrscheinlich gar nicht voran. Wir gehen trotzdem nach Esther. So, dann legen wir mal ab und fahren nach Esther. Ich überlege gerade, wir könnten auch die Wünschelrute noch... Wünschelrute? Ich sag immer Wünschelrute. Wunderlampe noch verwenden. Ich glaube, dafür muss man nicht mal speichern. Aber ich speichere trotzdem. Moment. Immer die gleiche Sache hier bei mir. Rein, raus auf dem Schiff. Oh Gott, wo geht's denn hier? Eieiei. Ah! Das hat sich gerade nicht gedreht. So jetzt, okay. Wo ist denn Esther überhaupt? Können wir schon mal anpeilen. Shumi, Trabia, Balam, Dollet, Dilling City, Wüstengefängnis, Vin Hill, Timber... Ideas Haus, okay. Ich schätze mal, das wird irgendwo hier sein, weil da ist noch gar nichts. Also peilen wir das mal an. Werden aber Esther erst in der nächsten Folge betreten und jetzt noch gegen die Wunderlampe kämpfen. Also Diabolos. Muss jetzt langsam mal die GFs einsammeln. Nicht der einzige, den ich brauche noch. Vielleicht auch hier? Aber ich glaube eher weiter oben. Ah, da komme ich eh nicht hoch. Ups. Hier ist es so hell.
Easter. Sag mal, kann man da nirgendwo an Land gehen? Ah, doch, da vorne. Bei dem Wald. Yay! Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Interessant. Sehr interessant. Okay. Ich gehe raus? Nein! Ah, der Kontinent von Ester ist komplett umgeben von einem Gebirge. Der Kontinent verbirgt sich hinter dieser Gebirgskette. Es gehen kaum Menschen aus oder ein. Das ist der Grund, warum es das Land des Schweigens genannt ist. Wird. Ich bin halt ganz verwirrt, weil die immer mit mir geredet hat. Heißt das, ich bin schon richtig? Weil das ist ja eine Gebirgskette. Moment. Ich habe das jetzt schon so oft gespielt und trotzdem weiß ich immer wieder einige Sachen nicht mehr. Das ist einerseits gut und andererseits peinlich. Ah, okay. Aber er steigt nicht aus. Jetzt ist er ausgestiegen, oder? Nee. Er will hier irgendwie nicht raus aus dem Schiff. Ah. Kacke. Kann ich hier nicht irgendwo raus? Hui. Vielleicht hier irgendwie? Mann, der will da nicht durch. So ein Arsch. Ich muss ja da irgendwie hochkommen. Ich schwimme mal außen rum. Nein, falsch. Oh Gott. Schau mal, da kann ich hoch. Und da bin ich, glaube ich, auch richtig, weil ich erinnere mich, dass Esther schneebedeckt war. Da ist ein Krater. Okay, also ich denke mal, hier bin ich schon richtig, wenn ich nach Esther möchte. Jetzt werden wir aber speichern. Und... noch... Moment. Ich muss ganz kurz gucken, wie es ausschaut. Ich glaube, ich nehme nicht die Quistes mit, weil die ist zu schwach gerade. Ich gehe nochmal rein. So, ich möchte jemand anderen mitnehmen. 2016. Ich nehme den Irvine mit. So. Was sagt er? Nichts. Okay. Gebirge, genau. Da bin ich ja jetzt auch. Mhm. Ich kann eigentlich auch von hier aus kämpfen, glaube ich, oder? Komme ich ins Menü? Ja. Gut. Passt. Passt und passt auch.
Bringt irgendwie nichts. Okay, gut. Also, gehen wir es an. Wo ist er denn? Da. So, komm schon. Ihr wagt es, mich im Schlaf zu stören. Oh ja, wir wagen es. Und ich teste erstmal hier durch. Ich weiß nämlich gerade nicht mehr, auf was der reagiert. Ach komm. Okay, das bringt schon mal was. Dann behalte ich das bei. Hui. Auch, okay. Bei Ifrit bin ich jetzt gespannt, ob der was bringt. Ach so. Krass, der hat den Ifrit überholt. Ach komm. Das war jetzt echt blöd. Ja, die bringen alle drei ganz gut was. Ja gut, dann werde ich die jetzt benutzen. Also Shiva. Ganz kurz schauen. Ah, Griffith könnte ich ziehen. Und Griffith. Vielleicht werde ich gleich noch eine Analyse auf den drauf werfen. Weil mich jetzt doch interessiert, wie viel der überhaupt so hat. Oh. Moment, Shiva. Hey, wieso können die alle nur drawen gerade? Ist der Xael, der Zauber hat? Wahrscheinlich. Okay, Zauber, ja. Analyse.
seid, schauen wir mal. Diabolos, eine GF, die in einer anderen Dimension lebt. Sie verwendet Angriffe, mit der ein Großteil der HP des Gegners verringert wird. Schwach gegen Wind. Hat noch 11.000, also ich habe ihn fast schon. Flugmonster. Okay, danke. Viel ist es nicht mehr. Ich denke, wir werden ihn besiegen. Macht auch wirklich mit Abstand am meisten Schaden. So, jetzt ist er tot, das ist ganz schön. Das hält ja auch so wenig aus. Ach, Kacke. So. Dann muss halt der Irvine jetzt ringsell wiederbeleben. Ja, bestimmt auf den Irvine, oder? Nee, auf alle. Eieiei. Jetzt geht er aber ab auf einmal. Jetzt kommt. Also, Irvine muss ich wiederbeleben. Nein, Irvine muss Xell wiederbeleben, wollte ich sagen. Oh Gott, warte. Phönixfeder, so. Ich war ja immer noch nicht einkaufen. Squall muss Kürzer Cuttle verwenden. Okay, nochmal. Fröhliches Wiederbeleben. Jetzt wird es doch noch knapp. Hat das. Ah, und jetzt ist mein Finger. Scheiße. Abgerutscht, wollte ich sagen. Hm. Komm schon. Nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Oh, wieso sind die Kämpfe die ganze Zeit so knapp? Kacke. Nein! Oh Gott, scheiße. Wenn Shiva das jetzt nicht rockt... Ugh. Ach klar, Gravia zieht ja immer nur prozentual was ab. Aber tötet nicht. Aber er müsste fast hin sein. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber er hatte vorhin noch 11.000 und ich habe ihm gut Schaden seitdem nochmal gemacht. Also eigentlich müsste ich ihn jetzt gleich haben. Nein! Und jetzt leuchtet mein Controller, dass die Batterie leer geht. Yay! Wenn ich ihn jetzt nicht habe, dann habe ich verloren. Scheiße, er lebt noch. Nein. Nein! Mann! Ah, oh, so knapp, okay.
Shit. Na gut, wir versuchen es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal, würde ich sagen. Vielleicht dann nochmal in der nächsten Folge oder so. Ah, oh, das ärgert mich jetzt. So blöd. Ah, schade. Nächstes Mal holen wir ihn uns. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.